Der Duft eines neuen Autos im Innenraum. Frische Lackierung. 0 Kilometer auf dem Tacho. Klingt das nicht herrlich? Ich glaube, jeder von uns hat schon mal vom nagelneuen Auto geträumt. Aber was kostet uns ein Neuwagen wirklich? Bleibt's beim Listenpreis oder ist da mehr? Wenn du noch überlegst, einen Neuwagen zu kaufen, schau dir dieses Video bis zum Ende an, denn es geht um eine Entscheidung, die dich ein echtes Vermögen kosten kann. Besonders wenn du in deinen 20ern bist. Die Themen rund ums Auto liegen mir, seitdem ich Führerschein habe, sehr nah. In meinen Studentenzeiten habe ich ausschließlich alte Gebrauchtwagen gefahren, die meistens über 200.000 Kilometer auf dem Tacho hatten. Diese habe ich ein, zwei Jahre lang gefahren und dann immer bei plus minus null verkauft. Aber als ich endlich meinen ersten Job bekommen habe, kam der Neuwagenkauf in Frage. Da ich oft mit meiner Frau quer durch Europa reise, ging mein Blick direkt Richtung großer SUVs wie Land Cruiser oder sogar Mercedes G-Klasse. Und zu der Zeit war ich tatsächlich bereit, für mehrere Jahre Schulden aufzunehmen. Warum? Weil ich echt große Autos mag, besonders Diesel, am besten mit Allrad, mit denen man überall hinfahren kann und die dich dein ganzes Leben lang begleiten können. Gut, dass meine Frau mich davon abgehalten hat, denn dann kam plötzlich Corona und die Auslandsreisen waren so gut wie tabu. Ich ging sogar für knapp 2 Monate in Kurzarbeit. Zur gleichen Zeit habe ich angefangen, in Einzelaktien zu investieren und habe die Kursarbeit genutzt, um mein Wissen in für mich noch ziemlich unklaren Themen wie Wirtschaft und Börse zu erweitern. All diese schlauen Bücher haben mir geholfen zu verstehen, wie die Welt tickt und warum reiche Menschen immer reicher und die Armen, naja, nicht reich werden. Und genau an dem Beispiel vom Neuwagen möchte ich dich jetzt zum Nachdenken bringen, denn in meinen 20ern könnte mir leider keiner erklären, was diese Entscheidung tatsächlich kostet. So, wir kaufen heute keinen Land Cruiser oder G-Klasse, sondern das meiste verkaufte Auto in Deutschland, den VW Golf 8. Laut verschiedenen Webseiten liegt der Listenpreis zwischen 28.000 und 45.000 Euro. Da wir nicht einfach nur 4 Räder und ein Lenkrad wollen, sondern ein bisschen mehr Ausstattung, müssen wir mehr als nur die 28.000 Euro bezahlen. Ich schätze mal, wenn wir einfach die Mitte, also 37.000 Euro nehmen, dann haben wir eine relativ gute Ausstattung drin. Ich gehe davon aus, wir waren fleißig am Sparen oder haben die Oma regelmäßig besucht. Here's a bit of gas money. I don't need any gas money. Shut up. I don't give a shit what you don't want. Well, I'm rich. I am too. So dass wir den Golf sofort und bar bezahlen. Boom. Vertrag unterschrieben, Geld bezahlt, Schlüssel bekommen, Schilder drauf und mit einem glücklichen Gesicht fahren wir mit dem nagelneuen Golf aus dem Autohaus. Kennst du den Spruch? Unwissenheit ist ein Segen? Der passt hier ganz gut, denn nach der Zulassung und den ersten gefahrenen Kilometern verliert das Auto etwa 25% seines Neupreises. In unserem Fall bist du jetzt um mehr als 9.000 Euro ärmer geworden. Wenn du noch keinen Herzinfarkt bekommen hast, dann schau dir das hier an. Laut Seiten wie Allianz oder Check24 ist dein Neuwagen nach 3 Jahren nur noch die Hälfte wert. Und nach 10 Jahren kannst du das Auto für etwa 20% des Kaufpreises verkaufen. Hier in der Tabelle habe ich für mich alles nochmal genauer berechnet. In der ersten Spalte stehen die Jahre, in der zweiten Spalte sehen wir den Restwert in Euro, hier ist der Wertverlust in Prozent und in dieser Spalte ist der Restwert in Prozent. Ganz rechts sehen wir unser verbranntes Geld. So, unser Einkaufspreis war 37.000 Euro, nach einem Jahr ist unser Auto nur noch 27.750 Euro wert, weil genau laut Statistik wird unser Auto 25% günstiger. Nach 3 Jahren kostet unser schöner Golf nur noch die Hälfte, also 18.500 Euro. Und danach verliert er etwa 5% pro Jahr, sodass er im 10. Jahr ca. 20% des Listenpreises wert ist. Das Auto ist dann nur noch etwa 7.400 Euro wert. Das heißt, 37.000 minus 7.400 ergibt 29.600 Euro, die wir in den 10 Jahren durch den Wertverlust quasi für immer verloren haben. Bye bye! Dieses hart erarbeitete Geld in dieser Spalte ist einfach weg. Und das ist nur der Wertverlust. Ich sehe da aber noch weitere Kosten, die mit dem Neuwagen dazukommen. Und zwar die teure Versicherung, Inspektionen und die Pflege. Als Vergleich nehme ich einfach unseren Ferrari. Der Kleinwagen von 2016 kostet uns aktuell versicherungstechnisch 302 Euro im Jahr. Da er
es schon ein älteres Auto ist, haben wir uns für Teilkasko entschieden. Aber auch nur, weil meine Frau den auch fährt. Aber da der Golf ein Neuwagen ist und wir Angst haben, dass ihm etwas passiert, entscheiden wir uns für eine Vollkasko. Ich habe meine Daten vom Ferrari übernommen und die Daten vom Golf 8 eingetragen und komme so auf 437 Euro im Jahr. Das heißt, hier haben wir im Jahr 135 Euro mehr Kosten. Gehen wir weiter. Da es ein neues Auto ist und die ersten 2 bis 3 Jahre eine Gewährleistung gilt, kommt die freie Werkstatt und selber machen nicht in Frage. Daher müssen wir unsere jährliche Wartung in einem VW-Autohaus oder einem VW-Partner durchführen lassen. Und das kostet deutlich mehr. Letztens habe ich für den Öl- und Filterwechsel in der freien Werkstatt etwa 150 Euro bezahlt. Bei VW kostet es je nach Region mindestens das Doppelte. Aber wir nehmen die durchschnittlichen 350 Euro aus dem Internet. Das heißt, beim neuen Golf müssen wir 200 Euro mehr pro Jahr ausgeben. Und zum Schluss braucht das neue Auto etwas Liebe. Das heißt, es wird mindestens doppelt so oft gewaschen wie ein Gebrauchtwagen. Unser Ferrari mache ich ungefähr einmal im Monat sauber, aber wenn ich mir die Besitzer von Neuwagen anschaue, dann wird das Auto mindestens 2-mal im Monat gewaschen. Bei 10 Euro pro Waschvorgang macht das 120 Euro Unterschied im Jahr. Kosten für Sprit, Kfz-Steuer und Reparaturen lasse ich außen vor. Da die Kfz-Steuer und der Verbrauch bei beiden Autos fast gleich hoch sein sollten und die Reparaturkosten über 10 Jahre gesehen ebenso gleich. Ältere Autos muss man natürlich etwas häufiger reparieren, aber die Ersatzteile sind billiger und vieles kann man günstiger in der freien Werkstatt machen lassen oder auch selbst. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr bei unserem Ferrari die Bremsscheiben und Beläge selbst wechseln können und die Teile haben nur 150 Euro gekostet. Würde ich das bei einem neuen Golf 8 mit viel Elektronik machen? Eher nicht. Da besteht die Gefahr, dass du dein Auto damit noch schneller Richtung Wertverlust bringst. Also wenn ich das zusammenrechne, dann sehe ich beim Neuwagen 455 Euro mehr Kosten im Jahr. Ich bleibe realistisch und sage, das mache ich nur die ersten 5 Jahre, danach wechsle ich zur freien Werkstatt, nehme Teilkasko und wasche das Auto nur noch einmal im Monat. So habe ich in der Spalte Gesamtkosten ein realistisches Bild. Falls du dich fragst, hey, auf dem YouTube-Bild stand doch etwas von 100.000 Euro. Richtig, jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, bei dem ich dir mein Wissen aus den ganzen gelesenen Büchern ein bisschen weitergeben kann. Wenn du noch nichts von ETFs gehört hast oder noch gar nicht angefangen hast, Geld zu investieren, dann schau das Video zu Ende und google direkt danach mal, was ein ETF ist. Denn wenn du weiterhin einen Gebrauchtwagen fährst und das Geld aus der Spalte Gesamtkosten einfach in ein S&P 500 ETF investierst, das in den letzten 10 Jahren eine Rendite von 9,9% erwirtschaftet hat, wirst du richtig überrascht sein. Allein im ersten Jahr investierst du die ganzen 9.705 Euro, die nach einem Jahr möglicherweise schon 10.666 Euro wert sein könnten. Im zweiten Jahr investierst du weitere 5.080 Euro dazu, die dann zusammen auf 17.305 Euro anwachsen können und so weiter. Im zehnten Jahr hast du ein Vermögen von über 60.000 Euro in ETFs aufgebaut. Klar, die Summe kann schwanken, weil die 9,9% Rendite ein Durchschnitt der letzten 10 Jahre ist. Aber ich hoffe, du verstehst den Punkt. Somit ist der Unterschied echt heftig. Wenn du dich für den Neuwagen entscheidest, hast du nach 10 Jahren zwar einen gepflegten Wagen aus erster Hand, aber auch einen Verlust von 29.600 Euro. Wenn du dich stattdessen für das Investieren entschieden hast, hast du über 60.500 Euro Vermögen aufgebaut. Eine Differenz von 90.000 Euro. Und das Faszinierende, was machen die Leute nach 10 Jahren mit dem Wagen? Genau, anstatt die gepflegte Kiste bis zum Ende zu fahren, schauen sie schon nach dem nächsten Auto. Laut Statistik wird in Deutschland alle 7 bis 10 Jahre das Auto gewechselt, bzw. ein neues gekauft. Wenn du nach 10 Jahren wieder mit einem nagelneuen Auto aus dem Autohaus fährst, klingelt wieder die Spalte Verlust und in den nächsten 10 Jahren verbrennst du nochmal 100.000 Euro an potenziellem Vermögen.
Ich glaube, das nennt man Opportunitätskosten. Vermögensaufbau muss nicht kompliziert sein. Wie du siehst, kann eine strategische Entscheidung im Leben einfach mal 100.000 Euro Vermögen kosten. Solange ich keine Millionenbeträge auf dem Konto habe, werde ich persönlich nie einen Neuwagen kaufen. Ich liebe es, Geld zu investieren und zuzusehen, wie es sich vermehrt. Und bei einem Neuwagen ist es mir einfach zu stressig, über jeden neuen Kratzer auf dem Parkplatz zu ärgern oder bei Hagel nur an das Auto zu denken. Aber willst du noch etwas Verrücktes sehen? Angenommen, du bist Anfang 20 und entscheidest dich bewusst gegen den Neuwagen. Rechne mal aus, was dir diese 100.000 Euro nach 30 Jahren bringen würden, wenn du sie einfach in ETFs investiert liegen lässt. Dann hättest du noch vor deiner Rente ein Vermögen von ca. 1,7 Millionen Euro. Nicht schlecht für nichts tun, oder? Wenn dir dieses Video gefallen hat und du nach mehr Inspiration suchst, wie man ein Vermögen aufbaut, vergiss nicht, den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.